Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem kleinen Marathon bis zur Erzählingen Arena. Ich werde heute in dieser Folge versuchen, bis zu Veit, dem ersten Arenaleiter von der Sinnoh-Region, vorzudringen und mir den Orden zu schnappen. Da das Ganze allerdings ein bisschen knapp bemessen in der Zeit ist, muss ich mich dafür ein bisschen beeilen. Also, auf geht's. Ich werde heute nicht allzu viel vorlesen, ich werde heute nur Trainer verkloppen und dabei... ja, versuchen irgendwie Gas zu geben. Also, mit dir fangen wir heute an. So. Teenager Philipp mit einem Zerpurze und einem Zubart, wenn ich das richtig gelesen habe. Also gut, Chris, du darfst erstmal einen Silberblick machen. Dann schauen wir mal. Der benutzt Heuler. Und da kommt die Geduld. Ja, super. Kriege ich ihn getötet? Nö, kriege ich nicht. Das heißt, ich mach lieber noch einen Silberblick, weil sonst killt er mich mit der Geduld. So. Das tut jetzt weh. Ja. Wenigstens gibt's gute P. Zubat, nein, ich möchte nicht wechseln. So, du kriegst auch erstmal einen Silberblick. Nein, nicht Superschall. Ah. Hör mir doch damit auf. Vergeht mir gleich die Lust, da drin zu bleiben. Okay, hier. Burn, Baby, burn. Oh, er brennt sogar wirklich. Das kommt auch ganz gut, weil der hat ja schon wieder mit Superschall getroffen. Ist ja nicht so, dass die nur zu 55% trifft oder so. So. Ach, Moment, da ist ein Item, das nehme ich mit. Ein Pokéball. Nächster Trainer, bitte. Mein Shinox ist immer in der Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Schön für dich. Kämpf lieber. So. Da lasse ich aber auch lieber den Wupan wieder ran. Mit so wenig KP will ich jetzt eigentlich gerade gar nicht kämpfen. Ich hätte vielleicht einen Trank einschmeißen sollen. Okay, hier. Blut. Und hier kriegst du gleich noch eine Glut. Und einen Volltreffer. Hättest du nicht gleich beim ersten Mal machen können. Level 10 für Chris. Das ist sehr schön. Wir haben ein paar Tränke dabei. Das ist gut. Ja. So. Bevor ich den Leiter der Pokémon Arena ausfordere, werde ich meine Fähigkeit an dir testen. Ja, mach doch. Sebastian. Los, Chris. Den packst du. Einmal Silberblick. Er macht ebenfalls einen Silberblick. Okay. Und jetzt tackeln wir ihn.
Gut, dass ich den Silberblick gemacht habe. Ohne den hätte das jetzt wieder ewig gedauert. Ich meine, wenn ich mit dem Silberblick schon 4 Hits brauche, hätte ich ohne den ja 6 gebraucht. Oder mindestens 5. Der setzt nur Silberblick ein. Na gut, wenn du nicht angreifst... Natürlich. Der musste jetzt daneben gehen. Hätte ich ihn so schön ohne Schaden zu kriegen kaputt machen können, aber nein! Der gute Herr Chris, der muss ja natürlich wieder daneben hauen, wenn es drauf ankommt. Ja, wenigstens fast Level 11. So, ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Ja, hast du gut erkannt. Göre Annette. Ein Bilizer. Los, Chris. Na gut, Level 4, da will ich jetzt keine... Wieso haust du schon wieder daneben? Mensch, Chris. Diese Attacke hat verdammt nochmal 95% Trefferquote. Ach, stimmt, ja. 95% heißt 70% bei mir. Das habe ich ja wieder ganz vergessen. Hm. 49 EP und Level 11 für Chris. Staralili, ich möchte mein Pokémon wechseln. Wupan darf wieder ran. Glut kann ja wenigstens nicht daneben gehen. Ich fand das so toll, dass sie den Tackle in der 5. Generation dann gebufft haben, dass der dann 50 Schaden und 100% Trefferquote hat. Aber diese 95%, das war so schlimm. Beziehungsweise ist so schlimm. Attacken mit. Also ich weiß nicht, was mit denen bei mir los ist, aber die gehen bei mir so häufig daneben, das kann man eigentlich gar niemandem mehr erzählen. Mein Rekord war, dass dreimal hintereinander sowas daneben gegangen ist. Damit sollte man eigentlich meinen, dass die nur einmal für alle 20 Mal daneben gehen. Wenn man das dann hochrechnet... Ja, da kommt man auf einen sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeitswert, dass sowas überhaupt passieren kann. Wer will, darf ja mal seinen Taschenrechner rausholen und reingeben. Eben 1/20 hoch 3. Da müsste nämlich, Moment, 1/20 hoch 2 sind 1/400. 400 mal 20 sind 8. 1000, ja, 1 zu 8000. Ein Enton. Du kriegst erstmal einen Silberblick. Das übliche Prozedere halt. Und du machst einen Volltreffer, ja klar. Hilft dir aber auch nichts mehr. Chris erreicht Level 12. Sehr schön. Ein Level noch und er kann Funkensprung. Und ein weiterer Trank für Chris. Mit so wenig KP will ich ihn wirklich nicht kämpfen lassen. Und Wupan darf mal wieder ran. Eine X-Abwehr. Und Schutz. Sehr schön. Ein wildes Shinox. Mit Bedroher. Wie auf dem letzten Feld halt immer noch was kommt.
Ein Abra. Könnte ich mir jetzt theoretisch fangen. Will ich aber nicht. Wenn ihr einen Panflam auf diesem Level habt, könnt ihr übrigens relativ einfach Abras fangen. Ihr müsst sie einfach nur mit Verhöhner angreifen, dann können sie keine Statusattacken mehr einsetzen. Und dann setzen sie Verzweifler ein und ihr müsst einfach nur Pokebälle werfen, bis sie so geschwächt sind, dass sie einfach drin bleiben. So, wir haben jetzt hier den Zertrümmerer bekommen. Dann kämpfen wir uns jetzt mal hier weiter durch die Höhle durch. So. Ein Staralini. Und Level 7. Ja, heul doch. Komm hier. Ruckzuckheb. Der war sogar richtig intelligent von ihm mal. Shinox. Komm, bleib mal drin. Volltreffer. Yay, das war sehr schön. Und Level 12 für Wupan. Und da haben wir den Ole auch besiegt. Oder Ole, whatever, wie man immer man diesen Namen auch ausspricht. So, jetzt darf Chris wieder ran. In der Hoffnung, dass er Level 13 erreicht. Ein Bidiza. Diesen Bedroher einfach nur so praktisch, gerade hier am Anfang, wo die Gegner noch keine speziellen Attacken benutzen. Wo alles noch physisch angreift. Natürlich geht jetzt der Tackle wieder daneben. Chris, du hast echt ein Talent für sowas, weißt du das? Das ist jetzt schon, glaube ich, der vierte Tackle in dieser Folge, der mir daneben geht. So. Und wir sind in Erzählingen. Sieh mal an, ein Trainer, aber wie geht das denn? Du hast ja gar keinen einzigen Arena-Ort. Und dagegen müssen wir sofort was unternehmen. Weißt du was? Ich bringe dich zur Pokémon-Arena. Ich mag diese Musik. Oh, da steht ja schon jemand da und wartet. Was? Wie? Oh, du bist das Lucius. Hast du es doch bis hierher geschafft? Du bist aber echt langsam, weißt du das? Der Arena-Test hier ist übrigens eine harte Nuss, nicht leicht zu knacken. Wie er sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt? Hä? Wie? Ich habe den Faden verloren? Na, auf jeden Fall, der Arena-Test ist in die Kohlenmine gegangen. Wenn du ihn dir vorknüpfen möchtest, solltest du schnell zur Mine. Jo, machen wir das doch. Aber erstmal... Lasst mich ins Pokémon Center. Okay. Chris ist vorne, das passt mir jetzt gerade nicht wirklich. Dort drüben gibt es eh hauptsächlich Trainer, die mit irgendwelchen Gesteins-Pokémon kämpfen und da kann Chris im Moment gar nichts machen. So, die zwei Items hole ich mir. Ein Angriffsplus und ein Gelbstück. Okay, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. So. Wenn ich mir die ganzen wilden Encounter ersparen will, benutzen wir hier mal einen Schutz. Und hier kriegen wir noch einen Pokéball. So.
Hier haben wir noch ein Fluchtseil. Das ist auch schön. Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Das lässt sich einrichten. Ein Level 6 Kleinstein. Den kriegen wir, auch wenn es nicht effektiv ist, immer noch getuhittet. Das ist doch schön. Und dass du die Stärke der Elektrizität schwächst, das interessiert mich gar nicht. Du bist eh immun gegen Elektroattacken. Ein Macholo. Ja, ich möchte wechseln. Das ist was für Chris. Ich will, dass der noch Level 13 wird. Ich kann den Funkensprung zwar nicht gegen die ganzen Kleinsteins einsetzen, allerdings hat Veit ein Cognodon, was lediglich einen Gesteintyp hat und keinen Bodentyp. Den kann ich mit Funkensprung zumindest treffen. So, der Silber blickt mich hier wieder zu Tode. Mehr als ein Silberblick lohnt aber im Normalfall nicht. Uah, Volltreffer. Hört mir halt damit halt auf. So. Hallo, Veit. Ha, lehn ich zurück und staune. Mit der Attacke zur Trümmerer kann man Felsen aus dem Weg räumen. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arena-Typ besiegen. Und das bin ich. Schutz wirkt nicht mehr. Oh nein. Ein Trank. So, ich verrate jetzt was. Ich habe mein Pokémon zur Arbeit geschmuggelt. So, den Trainer machen wir hier noch. Und dann bin ich raus hier. Ja, mach halt. Interessiert mich nicht, wenn du deine Def steigerst. Ich greife eh speziell an. Und ich verbrenne dich. Mann, dieses Kleinstein macht heute ja total sinnvolle Attacken. Und einen Tackle macht er noch. Ja. Sogar noch fast Level 13. Naja, gut. Ich nehme jetzt mal das Fluchtseil. Weil hier drin gibt es keine Trainer mehr. Der da oben kämpft nämlich nicht. So, jetzt habe ich noch ungefähr 7 Minuten Zeit für die Arena. Moment, war da hinten nicht auch noch ein Item irgendwo? Hier nicht oder so? Nö, hier war keins. Da oben irgendwo. Ach. Ja, egal. So. Du brauchst noch 41 EP bis zum Level-Up. Das heißt, ich werde dich einmal rein switchen lassen und ich mache dann eh alles mit Wupan. Okay. Teenager Janus. In Level 11 Kleinstein. Ach, hau mir halt gleich einen Volltreffer rein, ja, hast schon recht. Dafür macht er jetzt wieder total sinnvolle Attacken. Ja, igel dich ruhig ein. Es interessiert mich nicht.
Hier, da ist dein Volltreffer zurück, den du mir gerade gegeben hast. Ist ja nicht so, dass ich meine Gefallen nicht zurückgebe. So, und tschüssi. So, das ist Level 13 für Chris. Und jetzt Funkensprung, yay. Nächster bitte. Okay, ich habe immer noch Chris vorne, fällt mir gerade ein. Okay. Na ja, gut, dann wird er wenigstens bedroht. So, einmal Glut. Da igelt er sich wieder ein. Ja, mach halt. Interessiert mich eh nicht, was du da machst. So, 69 EP für beide. Und da kommt ein Onyx. Okay, schauen wir mal, ob wir das auch noch kriegen. Gut, Härtner, damit habe ich kein Problem. Gut, wenigstens hat Onyx eigentlich keinen Angriffswert. So, wenn ich jetzt Glück habe, reicht dieses Onyx aus, um Wupan einen Level-Up zu geben. EP. Natürlich reicht es gerade nicht. Okay, ich unterbreche mir ganz kurz die Aufnahme und mache ein bisschen Offscreen-Training. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich dachte mir nur, ihr wollt sehen, wie sich Wupan entwickelt. So, wir haben jetzt ein Pampyro. Und der will Tempohieb lernen. Dafür kommt der Verhöhner weg. So, da bin ich wieder. Okay. Ich habe mir gedacht, ich habe noch ungefähr 1,5 Minuten. Das könnte reichen, um ihn hier noch zu machen. Und vor allem, wenn ich jetzt die ganze Folge drauf gewartet habe, dass ich diesen Arena-Orden hole. Habe ich mir gedacht, ja komm, holst die halt einfach. Außerdem können wir jetzt unseren Wupan gleich mal als Pampyro ausprobieren. Tarnsteine, jawoll. Kommst du hier gleich mit dem Taktik-Move. So. Onyx. Bei dem bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob Glut oder Tempohieb mehr Schaden macht. Ich probiere jetzt mal einen Tempohieb und schau mal, was der macht. Okay, mit dem Volltreffer auf jeden Fall eine Menge. Steinwurf gefällt mir nicht. Ah, Trank. Okay, der Tempohieb macht hier definitiv mehr als die Glut. Wenigstens haben wir keine Schwäche gegen den Steinwurf mehr mit dem Kampftyp. So. Okay, ich muss doch vielleicht 1 Minute überziehen oder so.
Okay, Wupan erreicht Level 15. So, Cognodon. Dafür will ich jetzt Chris benutzen. Zumindest, um ihn einmal zu bedrohen und ihm vielleicht noch einen Funkensprung raufzuhauen und ihn vielleicht damit zu paralysieren. Das wäre nämlich super. Cognodon ist so ein richtig, richtig krankes Pokémon. Gerade wenn man bedenkt, was das Viech für einen Angriffswert hat, dafür, dass es noch nicht entwickelt ist. Kopfnuss. Au, 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 au. Die tut weh. Okay, setzt du jetzt einen Trank ein? Nee, Verfolgung. Okay, selbst wenn ich ausgewechselt hätte, der hätte mein Pokémon gekillt. Ja gut. Diese Tarnsteine. Ja gut, hier kriegst du einen Tempohieb. Und dann sind wir für heute fertig. So. Was? Das darf nicht wahr sein. Mein durchtrainiertes Pokémon. Da gibt einen Haufen Kohle. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden. Als Beweis, dass du mich besiegt hast. Ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. So. Wir haben den Kohleorden. Der Kohleorden erlaubt es einem, dein Pokémon die versteckte Maschine Zertrümmer außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76 Tarnsteine. So. Sie fügt den Gegnern Schaden, so die neuen in den Kampf kommen. Eine TM bringt ein Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Aber du kannst sie nur einmal verwenden. Überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke erlernen soll. Ja, das gute alte Prozedere, das kennen wir doch schon. So, ich gehe jetzt noch ins Pokémon Center. Und ich überlasse es mal Koto, was es sich dann für ein VM-Opfer für den Zertrümmerer fängt. Ich bin ja immer noch für Ambidiza, dass wir zumindest bis Level 15 mal ein bisschen mittrainieren. Oder wisst ihr was? Ich fange mir jetzt noch offscreen Ambidiza und trainiere das bis Level 15. Also, ich beende hier den Part, aber ich mache offscreen noch ein bisschen weiter. Wir werden wahrscheinlich ein Bidi-Fass beim nächsten Part im Team haben. Also, wir sehen uns.